Deine mentale und emotionale Stärke ist die Grundlage für alles, was du im Leben entweder erreichen oder nicht erreichen wirst. Hier sind 8 Dinge, die Männer schwach wirken lassen. Nummer 1. Du stehst drauf, anderer Leute Hintern zu küssen. Sich bei anderen einzuschmeicheln, um Vorteile zu bekommen, zeugt von Rückgratlosigkeit. Und langfristig wirst du das Gegenteil von dem erreichen, was du vorhast. Besser kommst du, wenn du kontrovers und einigermaßen streitbar unterwegs bist. Das heißt nicht, dass du zanksüchtig oder sogar aggressiv auftrittst, sondern einfach nur, dass du verstehst, deinen Raum einzunehmen. Dein Raum ist dein eigenes Terrain, das du absteckst und das für jedermann sichtbar ist. Verteidigen musst du dieses Terrain jeden Tag aufs Neue. Zweitens. Du forderst keinen Respekt ein und lässt dich herumschubsen. Dieses Symptom ist die Steigerung des ersten und deutet für andere fast schon an, dass du, gar keinen Lebenswillen mehr hast. Die Natur der Dinge ist es nun mal, dass andere ständig versuchen, dich zu übervorteilen. Sie testen aus, wie weit sie bei dir gehen können und wo bzw. ob sie bei dir auf eine rote Linie stoßen, bei der du einschreitest. Lässt du dich einmal von jemandem respektlos behandeln, dann wird dieser oder diese das immer und immer wieder tun und dich als Lakaien vom Dienst betrachten. Schreite also frühzeitig ein und verhalte dich so, dass der Respekt der anderen dir auch gebührt. Geschenkt bekommst du ihn nämlich nicht. Nummer 3 sind deine Karriere, deine Zukunft und deine Finanzen, die du ignorierst. Leute, die von der Hand in den Mund leben und nicht wissen, wo sie in 2 oder 3 Jahren stehen wollen, werden es immer schwer haben. Überprüfe also deine Leidenschaften und deine Talente und finde heraus, wo du sie am besten zum Markte tragen kannst. Tritt Netzwerken von Gleichgesinnten bei und sammle so viel praktische Erfahrung wie möglich. Wenn du das top motiviert tun möchtest und dafür das mächtige Werkzeug Internet nutzen willst, dann kann dir mein Sponsor Erik Hüther helfen. Erik hat für dich eine Methode parat, wie du deine finanziellen Blockaden hinter dir lässt und deine Produktivität mit einem simplen Belohnungssystem um 95% steigern kannst. Ich folge ihm schon seit mehreren Jahren und ich kann sagen, dass ich in diesem Bereich von keinem anderen so viel gelernt habe. Aktuell bietet er den Stoff kostenlos an und wenn du dir das gleich holen willst, dann klicke den Link, den ich dir in die Videobeschreibung packe. Punkt Nummer 4. Du bringst Dinge nicht zu Ende. Für Erfolg und Anerkennung gibt es keine Abkürzung und auch keine magischen Zaubertricks. Alles, was zählt, ist, wie du mit Rückschlägen und Widerständen umgehst, wie du sie verarbeitest und wie du aus ihnen lernst also. Wenn du immer wieder Dinge in Angriff nimmst, dann aber beim geringsten Widerstand fallen lässt, dann wird deine Debilität früher oder später für jedermann sichtbar werden. Nur allein Ziele und große Ambitionen zu haben, reicht nicht aus, wenn du nicht hartnäckig und besessen genug bist, sie zur Vollendung zu bringen. Hartnäckigkeit und Zähigkeit sind extrem attraktive Eigenschaften und du wirst haufenweise Vorteile haben, wenn du sie dir zulegst. Die 5. Schwächegewohnheit ist es, Hater zu ernst zu nehmen und beim kleinsten Anzeichen von Kritik impulsiv zu reagieren. Also wenn du ganz unten bist und 0,0 Erfolg hast, wirst du entweder verlacht oder ignoriert. Das ändert sich erst, wenn du auf dem Weg nach oben bist. Dann nämlich sind es oft dieselben Leute, die dich befehden und bekriegen. Die menschliche Natur beinhaltet nun mal nicht nur Liebe, sondern auch Hass. Das ist vollkommen natürlich. Und es ist sozusagen unmenschlich und wieder natürlich, Menschen ihren Hass nicht zuzugestehen. Das Leben ist kein Ponyhof und du bist hier auch nicht auf dem Kindergeburtstag. Mir persönlich geben Hater sogar einen kleinen Turn-on, um ehrlich zu sein. Es sind weniger deine Feinde, die du befürchten solltest, sondern eher, falls du keine davon in deinem Leben hast. Es zeugt von Reife und mentaler Stärke, wenn du über diesen Personen stehst und sie als Zeichen der Anerkennung bewertest. Sechstens. Du machst Versprechen, die du nicht einhältst. Also Wort zu halten ist einfach mal eine Schlüsseleigenschaft von hochwertigen Männern. Tust du das nicht, dann fällst du nicht nur in die Kategorie Gesinnungslump,
sondern wirst deinerseits nur Leute anziehen, die ebenfalls ihren Worten keine Taten folgen lassen. Eigentlich sollte es sich für dich selbst extrem mies anfühlen, wenn du jemandem gegenüber eine Ankündigung oder ein Versprechen gegeben hast, das du dann nicht eingehalten hast. Du hast dich dann nämlich eigentlich selbst betrogen und du solltest dich, so belehrend wie das auch klingt, schämen. Zu viel schwatzen und wenig zu tun ist, wie ich finde, generell keine typisch männliche Eigenschaft. Und vielleicht solltest du dir eher angewöhnen, überhaupt weniger zu schwatzen und mehr zu tun. Mit großen Worten kannst du andere zwar kurzfristig manipulieren oder sie hinters Licht führen, langfristig wird man dich aber stets nach deinen Taten bewerten. Schwächeindiz Nummer 7. Du bist ein Aufmerksamkeits-Junkie. Ergötzt du dich daran, von anderen gelobt zu werden? Freust du dich wie ein kleines Kind, wenn du auf einen Online-Post haufenweise Likes bekommst, und ernährst du dich praktisch von der Validierung anderer? Wenn ja, dann bist du emotional schwach und du wirst aller Wahrscheinlichkeit nie zu wahrer Selbstbestimmung gelangen. Schon gar nicht zu echter Wertschätzung und Vertrauen der anderen. Der Weg vom Aufmerksamkeits-Junkie zum Kriecher ist ein kurzer. Und was du tun solltest, ist es, dich weniger abhängig vom Lob und der Bestätigung anderer zu machen. Der Selbstwert, den du hast, sollte nicht von anderen kommen, sondern ganz allein von dir selbst. Und das schließt nun mal mit ein, hier und da anzuecken und dein Näschen eben nicht nach dem Wind zu drehen. Achtens, du gibst niederen Gelüsten nach. Gemeint ist hier alles mit Suchtpotenzial, von dem du eigentlich weißt, dass es dir schadet. Zu viel Alkohol, Süßigkeiten, PORNO, Kaufsucht, zu spätes Aufstehen, TV und Gaming, die schon erwähnte Gefallsucht und so weiter. All diese Dinge verleihen dir vielleicht einen kurzen Dopaminkick, direkt danach stellst du aber meist fest, dass es dir eben doch nichts Bleibendes von Wert gebracht hat. Wenn du deinen Gelüsten immer und immer wieder nachgibst, dann lässt dich das unweigerlich schwach wirken. Man wird dir und deinen Entscheidungen weniger vertrauen und du wirst Leute anziehen, die ebenso schwach sind wie du. Was du brauchst, sind Selbstkontrolle und Selbstdisziplin. Jede Veränderung, die du anstrebst, fängt bei dir selbst an. Und je mehr du die Knochenmühle namens Leben zu genießen lernst, desto mehr Respekt und Anerkennung wird man dir zollen. Danke fürs Zusehen, beste Grüße, ciao ciao.